Willkommen zurück bei Scrap Mechanic in einem neuen Video zu Mods und Workshop. Oh Gott. Hier, das ist noch von der großen Krabbe, wo wir uns das SpongeBob-Ding angeschaut hatten. Das ist noch das Boot davon. Ziemlich witzig auf jeden Fall. Ja. Schaut, wie gesagt, vorbei. MVGames59 könnt ihr euch das Ding besorgen und Spaß damit haben. So, dann sind wir in einer neuen Aufnahme. Und in einer neuen Aufnahme heißt es neue Sachen. Dazu möchte ich gleich mal anfangen mit einer Spinne. Creator ist Dr. Navy. Denke ich mal, dass das so heißen soll. It crawls faster than you can run, but needs a really decent computer to work. Ja, decent. Ich bin auch schon decent. Ja, das glaube ich gern. Also ich vermute mal, dass das Ding hier den Rechner ordentlich wieder mal in die Knie treibt. Oh Gott! Ja. Toll. Ich werde das mal so machen. Das sieht gut aus. So, schauen wir mal. Wir haben hier die Spider auf der 1. Was ist das denn? Okay. Das sind alles Sensoren. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die was machen oder. Moment mal. Ach du Scheiße. Okay. Also die Sensoren da hinten machen anscheinend irgendwas. Das werden wir gleich ausprobieren. Ah. Okay. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Moment, ich setze sie noch mal kurz ab. Oh Gott. Die ist, glaube ich, irgendwie gerade verbuggt. Das Problem ist, dass wenn man sich sowas runterlädt von jemandem, was man nicht selbst gebaut hat, ist das immer schwierig. So, laufen tun wir gar nicht, okay? Mit WASD schon mal nicht. Wir machen erstmal das an. Dann machen wir das. Okay, das soll also laufen sein. Okay, die zwei Taster hinten, die 3 und die 4, sind anscheinend für den Richtungswechsel gedacht, weil wenn ich den drücke, dann laufen wir in eine bestimmte Richtung. Wie ihr jetzt seht, ich drücke jetzt die 4. Und er läuft nach rechts, okay. Ich drücke die 5 und er läuft trotzdem nach rechts. Also, ganz ehrlich, ist okay, es rennt schneller als ich laufen kann, das ist richtig. Ja, es läuft aber halt auch ziemlich scheiße. Können wir dir vielleicht den Weg abschneiden? Ja, dankeschön. Gut, so viel zum Thema Spinne. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen was rausholen. Ist jetzt performance-technisch nicht so geil. Ja, könnt ihr euch gerne selbst mal anschauen. Vielleicht ist es ja auf Terrain-Ebene besser. Könnt ihr euch angucken. Dr. Navy, was auch immer. Guckt es euch an, spielt damit, habt Spaß.
bewertet, was auch immer. Als nächstes möchte ich mir angucken, das Teil, den finde ich mal optisch sowas von voll geil. Creator ist Diesel Designs, Biggest Monster Truck in Scrap Mechanic by Diesel Designs. This giant hunk of metal is the largest monster truck in Scrap Mechanic. 8.7.2016, just for reference. Bla bla bla, V12, also I can be that laggy you've been warned. Ja, das dachte ich mir. Ja, drei Mods sind hier kombiniert. Habt ihr auch YouTube dazu, bla bla bla. Könnt ihr euch gern anschauen. So. Oh Gott. Oh, leck, 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 leck. Ja, okay, ich verstehe, was er meint. Das ist wirklich mega laggy. Alter. Ich denke, das ist eher die Engine von diesem Spiel, was mit diesen ganzen Suspensions und Bearings und Co. nicht klarkommt. Ich meine, guck mal, der hat hier pro Achse einfach mal 3, 5, 7, 8 oder 9 Stoßdämpfer. Soll das der Sitz sein oder? Ja, anscheinend nicht. Oh, doch. Ey. Krasse Scheiße. Ach, das ist natürlich. Also, holla die Waldfee. Das ist schon nice. Das ist echt nice gemacht. Also, gefällt mir richtig gut. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an. Also lenken tut's auf jeden Fall mit allen Rädern, das finde ich richtig geil. Ah, jetzt. Okay, dadurch, dass so laggy ist, dauert das anscheinend alles. Oh Gott, das Fahren. Können wir damit überhaupt fahren? Ich glaube fast nicht. Ach du Scheiße. Ja gut, es lässt sich fahren, aber es ist halt echt... Boah, das ist nicht so geil. Das ist echt nicht so geil. Also es ist auf jeden Fall schnell und so weiter und so fort. Alter, macht auch Laune, ist ein geiles Teil, voll fett, aber es lässt sich nicht fahren, wie ihr seht, es ist einfach, oh Gott, ich will hier weg, ich will hier weg. Ja, das ist halt echt kacke, wenn du solche Fahrzeuge vorstellst hier, du kannst einfach nichts mehr damit machen, das ist, ja. Also so geil wie der Truck und alles ist, ich kann ihn nicht mal aufstellen. Jetzt. Boah, flüssig. Wuhu. Nur mal zum Vergleich gerade, ne? Ich erzähle euch mal meine technischen Daten gerade. Ich habe auf meiner CPU gerade auf dem Core 34 Grad, auf der Grafikkarte 67 Grad. Hier ist überhaupt nichts ausgelastet. Meine CPU-Auslastung war jetzt die ganze Zeit bei irgendwas um die 20%. Also, na, das ist ja performance-technisch halt einfach eine Katastrophe von dem Spiel. Das ist wirklich nicht so geil. So, wie gesagt, Diesel Designs, fetter Monster Truck. Wer einen besseren PC hat, kann das gerne mal probieren. Vielleicht schafft es irgendein PC. Würde mich interessieren. Er muss es ja auch irgendwie hingekriegt haben. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal noch das Buggy an. Mal was funktioniert. Gucken wir mal, was das so ist. Eine sehr interessante Radaufhängung, wie ich finde.
Aha, okay. Interessant. Okay, nur Boost. Wir haben wieder Vierradlenkung. Oh, ist nicht das Schnellste. Fährt aber dafür richtig gut. Also kann man schon mal neidlos zugeben. Cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Könnt ihr euch auch angucken. Und zwar ist der gute Herr Creator Refuse Dune Buggy. Lightweight Tube Chassis, 4-Wheel Drive, 4-Realistic Steering, 4-Wheel Independent Suspensions, 4-Wheel Chamber Adjustment. Shorter and Lots and Fun. Sehr, sehr cool. Bewertet, holt's euch selbst, fahrt, habt Spaß, baut's um, was auch immer. Gut, dann würde ich sagen, das war's auch mit diesem Video. Bewertet wie immer. Hilft mir ungemein, freut mich wie Sau. In diesem Sinne, bye bye.